Hallo zusammen, ich habe hier einen Kompressorkühlschrank aus einem LKW, und zwar ein Renault. Dieser kam hierher, weil er nicht kühlt oder nur noch ganz schwach kühlt. Dieser Ventilator, der war hier drin, ausgewechselt, er läuft wieder. Dieser Ventilator hat nicht mehr gedreht oder Punkt. Die Wärme hat er hier nicht mehr weggekühlt und somit Ventilator ersetzt, kann wieder in diesen LKW eingebaut werden. Wir sehen hier das Tippenschild, also das ist ein Kühlschrank für einen Renault LKW. Hier habe ich einen mechanischen Thermostaten drin. Und hier kann ich den Deckel so aufmachen. Das Kühlelement hier ist sehr klein im Verhältnis zur Größe vom Kühlschrank. Und der Kühlschrank ist auch hier, ich sag mal, der wurde gebraucht, da hat einer gewohnt. Und hier sehen wir noch, von wem das dieser kommt. Wir sehen es auch an diesem Knopf an. Dieser Kühlschrank ist von Indel. Indel ist der größte europäische Hersteller von 12-Volt-Kühlgeräten. Aber dieses Gerät kommt direkt aus dem Werk China und wird dann an Renault geliefert. Ja, das ist es von diesem LKW-Kühlschrank. Liegt unterm Bett oder sitzt unterm Bett. Mehr kann man dazu nicht sagen. Einfach Ventilator kaputt, auch hier hinten mal rausputzen. Ihr habt ein bisschen Staub in der Kabine. Und somit war's das. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.